Herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist wieder euer Fischkopf. Und in der letzten Folge haben wir diese Sequenz hier total verkackt. Naja, total würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ne? Aber wir haben es halt nicht geschafft und sind ganz hier wieder zurückgekommen. Sag mal, kann man sich nicht eigentlich ducken? Nee, ne? Scheiße. Und ich habe gerade eben, ist mir was Lustiges passiert. Haha. Oh, hier liegt was. Und zwar hat Steam ein Update runtergeladen. Und es soll, habe ich dann nachgelesen, irgendwie die Funktionalität mit GeForce-Karten verbessern. Und, ups, ich habe eine GeForce-Karte. Schauen wir doch mal, ob das tatsächlich jetzt hier irgendwie was gebracht hat. Es soll leider vor allem hier um diese komischen Haare gehen, dieses Tessellation, irgendwas Gedöns. Die habe ich ja eh nicht an, die komischen Haare. Ich fand die auch, ihr habt die woanders gesehen, bei anderen Let's Playern. Ich finde die auch gar nicht so toll. Ich finde unsere Haare hier, finde ich total super. Die sind gut genug. Findet ihr nicht auch? Ich finde das so. Also, ich gucke jetzt weniger häufig auf die Haare. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, ne? Letztes Mal, wie gesagt, haben wir es verkackt. Ich bin hier aber irgendwo letztes Mal irgendwo hochgeklettert. Was ist hier denn? Der leuchtet hierher. Zeitverschwendung. Zeitverschwendung. Sind hier irgendwo Leute? Hier irgendwie... Da bin ich doch irgendwo hochgekommen letztes Mal. Boah, das ist da hinten. Guck mal, hier ist irgendwas. Wie komme ich denn da hoch? Das ist eine interessante Frage. Ist hier irgendwo so ein Ding zum Befestigen von Dingern? Seilen? Nee. Wie komme ich denn da hoch? Aber da müsste ich da oben stehen. Kann ich hier? Aber das lockt die bestimmt an. Aber lass uns doch mal testen. Ach, das war ja nun nicht so laut. Ich weiß gar nicht, haben wir das letzte Mal auch so gemacht? Ich habe leider zwischen der letzten und der jetzigen Folge hatte ich eine Aufnahmepause für euch. Ist nur ein Tag vergangen, ne? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Aber das sieht doch gut aus hier. Das sieht doch gut aus. Oh, da hat was gefunkelt. Habt ihr das gesehen? Aber irgendwie werde ich hier nicht schlau. Guck mal, hier ist so ein Ding. Da irgendwas? Was war denn da? Geht doch ganz hinten. Das konnte ja auch nicht sein. Ja, aber wie? Weil, wofür ist denn das hier? Bin ich total. Leute, sag doch mal, was da oben? Guck mal einer an. So, jetzt wird's interessant, weil jetzt muss ich hier hoch. Oder muss ich von dem einen Seil auf das andere oder was? Wollt ihr mich verarschen? Geil! So, hier haben wir. Hier haben wir noch ein paar Pfeile geholt. Oder geht's? Das ist eine Kiste! So was. Ach so, was ich letztes. Ich glaube, war das letzte Folge? Hatte ich ja mal angesprochen, dass es zu dem Spiele-Reboot von Tomb Raider ja auch ein Film-Reboot geben wird. Und da wollte ich eigentlich sagen, ich glaube nicht, dass die Lara da auch von Angelina Jolie gespielt wird, sondern von jemand anderem. Das fände ich ja mal interessant, da kann ich jetzt auch nicht rüber, ne? Was ist da denn? Da ist was zum Hochklettern, da ist bestimmt so eine optionale Höhle. Und spannend, wer die dann spielen wird. Was mache ich denn jetzt? Konzentration. Wie immer weitergehen, wovon redet er denn? Lass uns mal hier. Lass uns mal da durch. Hä? Ja, hier sind wir doch richtig. Ah, da komme ich gar nicht hoch. Oder? Nee. Noch ganz tolle Wurst. So eine ganz tolle Wurst. Komme ich da hoch? Die springt hier gar nicht, Leute. Ich drücke hier auf Space wie so ein Bescheuerter. Nö. Das geht nicht weiter. Oh, der Mond. Der Mond. Das himmlische Kind. Hä? Na gut. Von heute nicht. Da komme ich bestimmt irgendwie anders hoch. Oh. Oh, shit. Oh, das war knapp, Alter. Das war knapp. So, sag mal. Wie komme ich da jetzt... Aber da muss ich ja mit der Shotgun schießen. Das hören doch alle.
Dann muss ich die erst ausschalten. Nein! Yes! Kopfschusskill, 20 Punkte. Bam! Nochmal 20. Ich brauche die Pfeile zurück. Ich bin da so ein bisschen. Da sind wieder Leute. Da war einer. Das Gespräch da hinten, das müsst ihr ja jetzt nicht hören. Das habt ihr ja letztes Mal gehört. Das nehmen wir mit. Haben wir einen Fähigkeitspunkt 9 und wie viel Punkt? 338. Da könnten wir vielleicht was verbessern, aber ich bin da gar nicht so heiß. Du hast gefunden? Nein. Ist gefunden? Nein. Wir müssen weiter. Ach, die muss ich auch ausschalten. Ich will ja gleich schießen mit der Shotgun. Und da sollen dann nicht auch immer. Ach du Scheiße. Komm mal mit denen jetzt. Bams. 20 Punkte. Und Bams. 20 Punkte. Lalala. Aber jetzt ist hier auch. Hier ist jetzt aufgeräumt, ne? Und dann, genau, wollte ich nochmal auf eins zu sprechen kommen. Die Honeybloom hatte letztens kommentiert, dass ich Sachen nicht gezeigt hätte an der Wand. Irgendwelche. Geheimes Grab. Da gehen wir jetzt rein, ne? Dass ich, manche Sachen nicht so genau zeige, manche Wände nicht so genau zeige oder mal hier mal da und nicht irgendwo reingehe. Das mache ich so ein bisschen bewusst, weil dieses Spiel ist ja so grandios, ne? Und wenn ihr euch das jetzt hier so anguckt, ist ja auch eine schöne Sache, kann man ja alles so miterleben. Aber ich kann nur jedem empfehlen, sich auch dieses Spiel zu holen und dieses Spielerlebnis selber für sich zu erleben. Das ist nämlich der Wahnsinn. So ein bisschen habt ihr ja schon gesehen, ne? Und deswegen lasse ich so ein paar Sachen offen, dass ihr noch ein bisschen was erkunden könnt für euch selber. Dass ihr einfach nochmal, wenn ihr das nochmal spielt. Heiligtum der Sturmwache. Jetzt sind hier überall immer 1000 Millionen Lager, ne? Ach, guck mal, hier ist wieder so ein Ding, wo man immer nicht so genau weiß, wofür das ist. Da oben ist was. Was ist denn hier? Das kann ich anzünden oder was? Alles klar. Und jetzt kann ich hier hoch oder kann ich das kaputt schießen? Oder? Hier sind so Fässer. Oder kann ich hier irgendwie links oder rechts oder was? Oh, das Gas. Guck mal, das Gas. Ich verstehe die Richtung, Professor. Nee. So. Hat jetzt draußen keiner gehört, ne? Nee. Alles gut. Oh nö. Soll ich jetzt hier irgendwie. Alter! Was ist denn? Was soll ich denn machen? Gut, da wäre ich jetzt fast verreckt. Ich muss irgendwie anzünden. Ja, jetzt brennt das. Oh nö. Verstehe das manchmal nicht. Oh, falsche Taste. Jetzt ist das angegangen. Oder was? Ich verstehe trotzdem noch nicht so ganz die Richtung. So, jetzt explodiert das. Dann ist kurz das Gas weg. Dann habe ich kurz Zeit. Und kann hier lang. Ah. Aha. Jetzt verstehe ich das. Aber was mache ich jetzt da? Was mache ich jetzt damit? Das mache ich jetzt, weil ich es kann. Aber so richtig. Ist das nur jetzt nur für die Beleuchtung oder was? Muss ich. Ah, jetzt weiß ich. Ich bin auch ein schlaues Kerlchen, ne? Ich sehe hier wohl nichts. Muss ich jetzt sagen. Hier ist wieder gefesselt. Ne, kann ich hier hoch? Nein. Muss ich hier links? Oh, nein. Ah, shit. Das ist ja mal wieder ein verrücktes Rätsel, ne? Das ist mal wieder ein ganz, ganz... Ah, ich habe eine Idee. Ich habe mal wieder eine Idee. Erstmal so.
Buch? Ich verrat's noch nicht, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob das so richtig ist. So, jetzt haben wir ja unsere AK, ne? Wo wir ja letztes Mal einen Granatwerfer rangegaffert haben. Ne? Oh, nee. Hat das jetzt genau gar nichts gebracht? Sowas? Auch nicht. Hä? Mal ranzoomen? Und hier ist ja so ein bisschen so Zeug. Aber dann müsste ich das irgendwie von da hinten ziehen. Und das geht ja nicht. Hier kann ich den Bogen nicht spannen. Wie kriege ich jetzt auf... Ach so. So, hier kann ich nicht. Warte mal. Zurück. Zurück, Lara. Auch nicht. Doch. Nee. Ja, vielleicht. Jetzt. Aha. So, weiter geht's. Zack. Ja, das war nicht schlecht. Das war schon nicht schlecht. Das kann man machen. Hier ist die Kiste. Yes! Ich bin so gespannt. Und? Grab durchsucht. Heiligtum der Sturmwache gemeistert. Ein Fähigkeitspunkt. Finden Sie euer Lager. Was ist noch? Belohnungskarte. Ja, das ist doch Quatsch. Guck mal, da ist noch ein schönes Bild. Haben wir jetzt gesehen? Liegt hier noch was? Nee. Hier ist jetzt Ende Gelände. Wie komme ich jetzt wieder runter? Gar nicht. Alter. Das geht doch. Das ist doch physikalisch gar nicht möglich, was die da macht. Das gefällt mir. Ey, wir müssen runter. Wir müssen schnell runter vor allem. Da kommt das Gas, kommt gleich wieder. So, da ist ein Lager. Aber jetzt müssen wir schon wieder... Oh, jetzt müssen wir schon wieder einen Fähigkeitspunkt verteilen. Das ist doch scheiße. So, jetzt hier können wir nichts. Ne? Hier, das könnten wir noch. Versetzen Sie Freunde mit Ihrer Kletteraxt einen tödlichen Hieb. Das finde ich gar nicht schlecht. Wieso haben wir das denn noch nicht gemacht? Lass uns das mal machen. Das will ich mal sehen. Drücken Sie F. Ach so, das können wir doch schon. Das habe ich letztes Mal gemacht. Habe ich doch so zip-zap. Na egal. Nimm mir jetzt mit. Und dann können wir noch eine Waffe verbessern. Weiß ich nicht, was machen wir denn da? Machen wir mal hier, mal sorgen, mal. Da hatte ich letztens gesehen. Ach, guck mal, wir haben jetzt die Pumpgun, die verrückte. Und für den Laufschwitze Projektile mit einer entzündlichen Substanz drängt. Aha. Fügt einen alternativen Feuermodus hinzu. Mit welcher man größere Reichweite erzielt, für die Reichweite brauche ich doch gar nicht. Warte, die Laufspitze, die Projektile mit einer entzündlichen Substanz drängt. Es ist die Frage, braucht man so einen Quatsch? Das haben wir noch nicht. Erhöht Taktrate zwischen den Schüssen, erhöht die Schussfrequenz. Meinte der Schaft, der für weitere Stabilisierung beim Feuern sorgt. Patronen müssen nicht mehr einzeln geladen werden, was das Nachladen beschleunigt. Nehmen wir mit. So, haben wir. Das sah jetzt komisch aus. Das ist ein bisschen verbuggt. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Konnte ich auch nichts machen. Ich habe das Spiel nicht programmiert. Und ich will mich auch nicht beschweren, weil es läuft ja alles. Es muss ja nicht perfekt sein. Muss das ja gar nicht. So, wir sind fertig. Weiter geht's. Oh, jetzt ruckelt's schon wieder. Das kann doch nicht angehen. Da dachte ich jetzt mit dem Patch, ne? Dass wir da irgendwie jetzt einen schöneren Zug fahren, aber nee. Oh, nee. Guck mal, jetzt besonders, ne? Warum? Vielleicht Übergang aus Höhle zu richtigen Leben? Ich weiß es nicht. Da bin ich einfach mal überfracht. So, Überlebensinstinkt. Da müssen wir lang. Hier liegt eine Kiste. Die habe ich schon vorher gesehen. Nee. Habe ich gar nicht. Das war eine Lüge. Ich würde ja gerne noch mal gucken, weil jetzt da geht's weiter. Ich weiß, wir wollten... Ich will ja nicht alles zeigen. Ich glaube nämlich, hier in diesem Wald gibt es noch mehr zu entdecken. Aber den Spaß möchte ich euch lassen. Wir machen jetzt mal in der Geschichte weiter. Hier gehe ich noch mal rein. Hier sind Pfeile. Die nehmen wir mit. Hier ist nichts mehr. Auch nicht. Nope.
Dann geht's jetzt nämlich weiter. Das Ding ist, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal verrecke, muss ich den ganzen Quatsch schon wieder machen. Da sind Leute. Hast du Odi gesehen? Habt ihr es gehört? Was? Ich seh mir das mal an. Was denn? Haben die mich gehört? Was willst du dir denn ansehen, Junge? Mach ruhig weg, Ist da einer oben geblieben? Jo, das war ein Fehler. Oh, das sind zwei. Wie machen wir die weg? Ihr dürft euch was aussuchen. Shotgun? Neue Pumpgun ausprobieren, ne? Alles klar. Ich sehe nichts. Der andere deckt den. Das finde ich nicht gut. Oh, ist doch leise. Hä? Ich meine, ich sag's jetzt nochmal. Legt euch mich nicht mit der Frau Croft an. Die kann sein. Und hier ist bestimmt auch was total Schönes drin. Vielleicht Schürchen. Oh, hier muss ich mir wieder den Finger brechen, damit das aufgeht. Oh. 65 Punkte. Das hat sich gelohnt. Noch irgendwas? Nee. Ich glaube, wir haben sogar so viele Punkte jetzt, dass wir nochmal was eventuell... Ja. Aber wir wollen jetzt weitermachen. Oder noch einer? Nee. Pilze. Gib mir mal ein Pfeil zurück, Alter. So, Leute, weiter geht's. Weiter geht's. Ich bin auch so gespannt wie ein Flitzebogen. Ich kann es nicht aushalten, wie es jetzt weitergeht. Wie gesagt, was haben wir vor? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Noch ein Lager. Aber hier haben wir mal wieder eine Verrätselung. Nehme ich mal an. Käfige. Wölfe. Wie die im Wald. Werden hier gezüchtet. What? Okay. Aber was soll denn diese Installation hier sein? Das ist ja auch höchst interessant, ne? The fuck? Was hat das jetzt gemacht? Ah, ich verstehe. Kann ich hier aber noch hoch? Nee. Alter, halt doch mal die Schnauze! Ruhe jetzt! Ich muss nachdenken! Ich befreie die ja nur von ihrem schlimmen Schicksal. Mit im Käfig abhängen und so. Außerdem gibt es Punkte. Was, noch einer? So. Danke. Danke sehr. Ich muss mich konzentrieren. Na, immer noch einer! Pass mal auf. Das geht jetzt dagegen. Und dann kann ich hier... Kann ich so? Oder kann ich... Ah, kann ich nicht. So, wer schreit jetzt hier noch rum? Du oder was? Tschüss! Ruhe in Frieden. Hoppa. Was? Ist immer noch einer irgendwo. So, und warum hat das jetzt eben nicht geklappt? Nur wegen jetzt Anschwung oder was? Das wollen wir nochmal testen. Whoop. Yeah! Weiter geht's. Kiste. Zimmer. Ich hab doch eh gedrückt. Ah ja. Das ziehen wir auch nochmal an. Was gibt's da? 30? 30? Oh, ich nehme mir noch Wetten an. Jetzt nicht mehr. 30. Ich hab gewonnen. Ding. Nochmal 30, ne? Und da gibt's auch noch eine. Was ist denn hier los? Guck mal, schon wieder über 500. Nee, nicht. Was? Das gab 45 Punkte gerade? Abgefahren. Da liegt noch was. 5 Punkte. Achso, Geocoach ist neuer. Hier rutschen wir wieder, ne? Jawohl! Whee! Ah, nee! Oh! Das war knapp, Digga. Nicht ruckeln, bitte nicht ruckeln. Immer wenn es so eng wird, ne? Wo man denken würde, der muss der eigentlich weniger berechnen von der Grafik her und so. Ich hab das nicht programmiert. Das ist schön hier, ne? Was ist da? Gar nichts. Ja, auch nicht. Sieht einfach nur irgendwie schön aus, finde ich. Junge.
Aha. Jetzt bin ich gespannt. Ist schon wieder Tag oder was? War doch gerade noch Vollmond, Digga. Es war doch gerade noch Vollmond. Wollt ihr mich verarschen? Na, mir soll's recht sein, ne? Die Folge ist eh vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, bitte gerne einen Daumen hoch. Ansonsten sehen wir uns aber bestimmt in der nächsten Folge. Ich hoffe auf jeden Fall drauf. Bis dann, das war euer Fischkopf. Tschüss.